Ja, servus Leute. Wir sind's wieder. Die zwei Verrückten. Ja, wir sind jetzt hier in Darmstadt, in der Innenstadt. Wir gehen jetzt mal hier in Saturn und gucken mal nach something. Und na, was gucken wir denn jetzt? Wir gucken jetzt nach PlayStation-Spielen für die PS4 oder Computerspiele oder Blu-rays. Blu-rays, Leute. Der Blu-ray, der macht gute Filme, sag ich. Der macht todeskrasse Filme. Jetzt sind wir hier bei den Blu-rays erstmal, ne? Und der Tobi hat schon einen gefunden, den er sich wahrscheinlich holen wird, oder? Auf jeden Fall, und zwar der Marsianer. Leute, der war echt richtig gut, gell? Richtig geil im Kino gewesen, vor kurzem erst. Jetzt kostet er nur noch 16,99. 16,99 Worth, oder? 34 nur noch, ich weiß gar nicht, wie viel davor kostet er vielleicht. Ich auch keine schon Ahnung. Durchgehen, so. Was gibt's denn? Game of Thrones? Sechste Staffel, aber was will ich damit? Der sechste Staffel, habt ihr eine? Ach so, und hier sind jetzt nur noch Serien, oder was? Scout und Zombies, nein. Ja, Serien, das ja eben, das braucht man nicht. Aber es gibt, wo gibt's denn noch DVDs? Den wollte ich mir auch rein. Pixels, ja, Mann. Aber, vier, aber der. Und 3D ist bestimmt lustig. Stimmt, der ist 3D noch. Pixels. Schon geil. Habe ich auch noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Gell, Pixels? Ich hab Pixels nicht gesehen, Mann. Was ist denn los? Ich tu die mal erstmal nehmen. Tut. Band of Brothers habe ich, aber auch schon im Blu-ray. Was dann? Kennst du noch, du hast den Clown geholt. Alter, Leute, das ist der. Wie war hat deiner gekostet? Der war eigentlich krank. Weniger. Aber das ist 3D-Version und 3D-Version ist bestimmt richtig gut. Hier, der After Earth, der hat mich leider irgendwie ein bisschen enttäuscht. Ja, schäm dich. Ich guck schon so. Wir müssen eigentlich kurz eine Warnung rausgeben für alle, die vorhaben, sich Annabelle zu kaufen oder sich anzugucken. Okay. Guckt es euch nicht an. Ist Bullshit. Das Ende ist totale total Katastrophe. Dieser Film. Langweilig und behindert. Guckt euch den nicht an. Der ist total. In der Mitte ist vielleicht ja, ein bisschen spannend und gruselig, aber das war's auch. Das Ende kann man in die Tonne treten. Ziemlich beste Freunde, der ist ziemlich, ziemlich gut. Ziemlich beste Freunde. Ja, natürlich Jurassic World haben wir natürlich schon. Klar, ich habe ja in einem Video schon gesagt, ich bin Blu-ray-Fan und so weiter. Chappie, auch richtig cool, richtig guter Film. Oh, Leute, so, absoluter Filmtipp für alle Leute, die sich so ein bisschen für Wissenschaft und Weltraum interessieren. Interstellar. Bester lohnt Film. Sich, bester Film, was diese so Sachen angeht. In der Kategorie, ja. Richtig, richtig guter Film. Richtig guter Film. Servus. Wir sind jetzt wieder daheim. Zum Glück. Oh, das war Katastrophe. Die Stadt war so ultimativ mega voll. Sehr schlimm. Und jetzt? Und jetzt kommt der ganze Rauch. Pff, oh Gott. Oh nein. So. Richtig weißer Rauch. Und ich habe jetzt gelernt, dass der, bei der Wahl des Papstes... Da machen die auch so weißen Rauch, wenn die einig sind. Einigkeit und Papstlichkeit. Hier, gebt euch das mal. Selfie, Mr. Grill. Pff, alter Schwede. Riesengroßen Megabalkon. Zeige ich euch jetzt mal, was für Fleisch wir gekauft haben. Ne? Also einmal haben wir hier Hähnchensteaks, Paprika gekauft beim Rewe. Und ich denke, es ist ganz vernünftiges, ordentlich Fleisch. Und dann haben wir noch von Ja, ein Schweinenackensteak in Kräutermarinade. 4 Stück sind da drin. Hat 2,72 Euro gekostet. Du hast recht gehabt. Ich glaube, das ist echt jetzt richtig, oder? Ja, natürlich habe ich recht. Ich habe immer recht. Dann haben wir noch Grillkäse. Vom Schaf eigentlich, ne? Oder? Ich weiß nicht. Oder vom Schwein. Käse vom Schwein. Wir haben ein Schwein gemolken letztens und schön Käse draus püriert. Wow. Dann haben wir noch, was wird das sein, Leute? Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Nein. Hier haben wir 2 Zuckermais. Die sind schon vorgekocht. Ne? Und sonst, weil wir haben keine Lust auf viel Arbeit. Ich habe hier gerade nochmal einen Fakt für alle Raucher. Ein Fakt in meiner Zigarettenpackung drin. Und zwar ist ein neues Gesetz rausgekommen, also kommt demnächst raus, dass eine Packung mindestens 20 Zigaretten enthalten muss. Lustig, da, das ist was Gutes, oder? Eigentlich? Hier steht's, guckt euch an. Aber Leute, hört auf zu rauchen und da fangt es gar nicht an, ja. So Leute, uns ist was Lustiges passiert.
Und zwar, Tobi und ich haben nämlich gerade unsere wunderschöne, super geile Küche aufgeräumt. Und dabei haben wir vergessen, diesen Kohle, wie nennt man das, wenn ihr wisst, wie das heißt? Man muss ja auch nicht für alles einen Namen haben. Richtig. Nennen wir ihn einfach Peter. Den Peter. Der Peter hat angefangen zu schmoren. Genau, der Griff. An seinem Henkel. Genau, ja Mann. Peters Henkel ist geschmolzen, weil wir den vergessen haben hier draußen. Ne? Und dann ist er einfach vor sich hingeschmolzen. Also dieser Plastikgriff von diesem Kohleerhitzer oder was es auch ist, ja, ist einfach der Griff geschmolzen. Ein Kohlekamin. Ein Mini-Kohlekamin, irgend sowas. Auf jeden Fall benutzt man das, um ein bisschen Glut schon mal zu haben, um dann die richtige Kohlemasse drauf zu kippen, damit die schneller... Du hast gesagt, die richtige Kohle. Jetzt ist die Kohle, die unten drunter ist, ist die beleidigt, gell? Das ist mir scheiße. Die wird schon die ganz... Kann mich am Arsch lecken. Die ist sowieso, wenn wir anfangen zu grillen, ist die schon weg. So, ich bin jetzt schon am Grillen. Wie man sehen kann, haben wir hier 4 Steaks. Für jeden 2. Tobi und mir. Für Tobi und mich. Tobi und mir. Yeah. Tobi und mich. Und, da ist er wieder. Allgude. Oh, und oh, das riecht echt so pervers. Die Leute schon, haben schon hier gerade gefragt, wann es fertig ist. Aber die können nicht. Die kriegen gar nichts. Steak 5 Euro. So Leute, wir sind fertig mit Grillen. Und jetzt gibt's Essen. Wollen wir gerade mal den Grillkäse hier. Hallo. Eine Garlic Barbecue. Knoblauch. Ja, Mann, Knoblauch. Richtig fett Knoblauch. Alter, voll abgespritzt. Das hat sich jetzt echt richtig durchfallig angehört. Wo hast du die gekauft, Tobi, nochmal? Das war im Lidl. Lidl. Leute, Lidl lohnt sich, unglaublich. Wir sind jetzt fertig mit Schmatzen und wir mit Essen. Warte, ey, warte ganz kurz. Das wäre doch ein geiles Thumbnail. Also, wo ist denn eigentlich die Filme? Ich hol mal den Film. Ja, Mann, hol mal den Film, ey. Hol mal den Film, ey. So, wir sind fertig mit Essen, endlich, aber wir sind schon länger fertig mit Essen, gell? Wir sind schon ziemlich lang fertig mit Essen, wir mussten das kurz mal ausruhen, weil richtig. Das Essen, das war... Das hat, das, ja, ne? So, ja. Und jetzt zum Abschluss ziehen wir uns nochmal einen geilen Film rein, und zwar... Der Marsianer. Dann haben wir vorhin gekauft. Richtig gekauft. Wir haben uns zwar schon gesehen, aber der ist so geil, muss man sich den mindestens... einmal im Monat reinziehen. Richtig. Deswegen werden wir uns den jetzt schön geil reinziehen. Und wenn noch ein... Geruch immer... Oh. Dieser Geruch von frischem... So frisch und Plastik neu und... Schön geil. Legst du den mal rein? Aber warte mal. Aber warum? Aber weil ich noch uns verabschiede und dann... Die gucken ja nicht mit. Wie, die gucken nicht mit. Also es richtig. Gesetzlos. Gesetzlos? Gesetzeswidrig. Da würden wir... Aber ich darf die CD darf ich zeigen, oder? So oft wie ich will. Ja, haben wir ja gekauft, ja. Außerdem ist es Werbung, die sollen uns eher Geld geben, ne? Anstatt zum Strafen. Ich glaube, die spinnen ja wohl. Kein Verleihrecht. Tun wir nicht. Echt, also darfst du die jetzt nicht verleihen? Du darfst nicht deinem Kumpel geben? Darf ich jetzt eigentlich gar nicht mit dir gucken, oder? Das ist die Frage. Wollen wir lieber da mal anrufen? Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und wir wünschen euch eine genauso schöne Zeit, die wir jetzt noch verbringen mit dem Film. Wünschen wir euch nämlich auch. Und danke, dass ihr das Video geguckt habt. Daumen hoch. Nicht vergessen zu abonnieren, dann seht ihr auch noch die nächsten Videos, die noch kommen werden. Mhm. Die werden cool sein. Falls ihr irgendwelche Ideen habt für irgendwelche Videos, schreibt sie unten in die Kommentare und wir versuchen sie umzusetzen, wenn sie möglich sind. Also wenn wir vom Balkon springen sollen, würde vielleicht noch gehen? Nein. Es würde gehen, wenn... Es wird schon gehen. So hoch ist der. Nee, also versucht es erst gar nicht. Dann sagen wir mal Peace out. Wir sind draußen. Ciao, boom, macht's gut. Bang.